Okay, hallo, mein Name ist Joel. Ich mache regelmäßig unregelmäßige Videos auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe 76 Abonnenten im Moment. Keine Ahnung, mein Kanal wird von mehreren Leuten geführt. Von mir, Dino, Pascal und so, die ganzen Lappen. Und ja, was mache ich? Ich spiele Battlefield, alle Teile so ziemlich. Rainbow Six Siege, GTA natürlich, hin und wieder mal das ein oder andere Indie-Game, sowas wie Frozen. Und ja, das war's, glaube ich, eigentlich. Jo, ich würde sagen, viel mehr. Hier gibt es keine Fotos, Junge. So. Viel mehr gibt es eigentlich zu uns auch nicht zu sagen. Also, wir sind ja im WWGM. Der Name ist ein bisschen komisch, ich weiß. Aber wird von zwei Leuten betrieben: von Kiffy und von mir. Die meisten wissen das eh wahrscheinlich schon. Außer, also alle, die auf unserem Kanal sind. Die von jetzt Joels Kanal und so, wissen das ja dann vermutlich noch nicht. Also, Soll ich Kiffy ist mal? der andere, mit dem ich den Kanal betreibe. Er kann nicht so regelmäßig aufnehmen. Wieso er den Namen Kiffy gewählt hat, das könnt ihr dann ja selbst fragen, wenn er hier ist. Es hat nicht was damit zu tun, was man sich jetzt im ersten Gedanke so vorstellt. So viel kann ich schon mal verraten. Den Rest könnt ihr ihn dann selbst fragen. Ein kleiner Junkie. Ja, wir machen auch, wir spielen, also Kiffy spielt sehr gerne Shooter-Games, also Battlefield, Rainbow Six Siege, das sind so mehr seine Spiele, FIFA und GTA sind so mehr meine Spiele. Wir zocken das aber alles sehr gerne auch zusammen. Wie gesagt, er ist leider nicht so oft dabei. Also am Wochenende kann er meistens spielen, in der Woche fast nie. Aber dafür ist ja jetzt der Joel da, mit dem Hallo. ich und er dann können öfters auch mal Gameplays aufnehmen. So, ansonsten würde ich sagen, gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Genauere Details kriegt ihr dann auch, wenn Kiffy mit dabei ist. Und das war es eigentlich zu unserem Kanal. Ja, wir haben auch eine Kuh, aber wir werden, glaube ich, noch eine andere Kuh machen mit einem besseren Namen alles. Vielleicht machen wir auch zusammen eine Kuh, wir wissen noch nicht, keine Ahnung. Ja, müssen wir mal schauen. Genau. Also wie gesagt, das ist das erste Gameplay, was wir so zusammen machen. Wir mit einem anderen Kanal kooperieren, wissen so. Der Jo. Link auf jeden Fall zu Rootless Boss ist in unserer Videobeschreibung. Da könnt ihr, hoffe ich, auch sehr gerne mal vorbeischauen. Der Link zu seinem Kanal ist natürlich auch in meiner Videobeschreibung. Müsst ihr einfach mal reinschauen. Genau, und dann würde ich sagen, ist eigentlich alles schon gesagt, oder? Ja, würde ich auch mal. Moin Leute, was geht? Hier kommt eine neue Folge hier auf Boofless Ross. Ich spiele mit dem lieben Boomhunter. Schönen guten Tag. Und wir haben uns mal eine kleine GTA-Challenge ausgedacht. Ja, Möchtest du sie einmal genau. Und erklären? zwar, ja, kann ich gerne machen. Und zwar diese Tank-Challenge. Ja, also seht ihr, wir sind hier auf einer Tankstelle. Und wir haben uns einfach mal gedacht, als Anfangs-Challenge, weil es auch das erste Video ist, wo ich mit dem lieben Joel spiele, machen wir einfach mal eine einfache Challenge. Und diese ist ganz einfach, weil ihr seht ja hier hinten diesen Tank stehen. Und wir gehen jetzt abwechselnd hier hinter die Mauer und schießen einmal drauf. Danach geht der jeweilige, der geschossen hat, zurück und der andere geht wieder dahin und schießt einmal drauf. Und dann bei dem der Tank als erstes explodiert, der hat dann logischerweise auch die Challenge verloren. So, ich glaube, damit ist alles klar. Wer fängt an? Vorhin du, oder? Haben wir ja gesagt. Okay, dann fange ich mal an. Noch Jo. eine Runde, noch eine Wahnsinnsfahrt. Wupp! Hast du nicht daneben geschossen? Nee, ich hab genau drauf geschossen. Okay. So. Lol. Ups. Schießt du davor? Lol. Ja, also ich schieß schon drauf. Also bei mir sieht es auch so aus, als würdest du irgendwie fast daneben schießen, irgendwie. Aber ich bin mal gespannt, ob ich hoffe, dass dieser Tank überhaupt explodiert, ne? Hoffe ich Müsst ihr auch. eigentlich. Wenn nicht, dann machen wir einfach mit einer anderen Waffe. Aber wir gucken mal. Vielleicht explodiert es. Man sieht halt eben gar nicht, wann das explodiert. Das ist ja das Ganze an der Sache. Es könnte jetzt bei diesem Schuss explodieren. Es kann aber jetzt auch bei diesem. Oder vielleicht auch erst nach 10 Schüssen.
So. Ups, der hat nicht getroffen, jetzt aber. Sollen wir mal eine andere Waffe lieber nehmen? Können wir auch Vielleicht. machen. Hast du die Ja, die habe ich. Gusenberg-Bleispritze? Sollen wir mal mit der machen, dann geht's mal ab hier. Wie viele Kugeln denkst du? Zwei. Okay. Okay, zwei. Oh! Ja, Und die alles klar. Challenge ist eigentlich dann auch Ende. Oder die erste Runde zumindest. So schnell geht's. Einmal mit der richtigen Shotgun darauf gehaut. Und schon ist das Ding explodiert. Mann, 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 Mann. Ja, nice. Machen wir Best of Three Die können wir oder? machen. Okay, dann nehmen wir jetzt einfach den Tank hier nebenan. Okay, dann fange ich mal wieder an, ne? Sollen wir wieder die Gusenberg-Bleispritze holen oder eine etwas weniger explosivere? Wir können gerne die Gusenberg weiter benutzen. Okay, machen wir mal. Gucken wir Okay. mal, ob es jetzt wieder sofort explodiert oder ob es wirklich von dem Schaden vorhin. Ach, das ist gar keine Shotgun, okay. Ja. Und wie er weggeflogen ist, so schnell geht's. 1:1. Okay. Gut, dann ist er jetzt wieder an mir. Zwei Schüsse haben wir gesagt, oder? Ja. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das bei mir jetzt explodiert. Irgendwie habe ich dieses Gefühl. Eins. Vier. Okay, ich glaube, wir nehmen für die letzten. Jetzt steht es ja wie viel? 2:1. Ja, wir können auch noch Dich, eine Runde ne? machen. Ja, 2-1 für Genau. mich. Aber ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt eine andere Waffe, weil es ist Ja, jetzt ein bisschen klar, dass ungefähr nach ich vier glaube, oder sechs Schüssen das explodiert. ja, finde ich auch. Wollen wir die Präzisionspistole nehmen? Präzisionspistole. Ja, können wir machen. So, dann jetzt bete ich den Herrn, da drauf zu schießen. Hast du? Habe Okay. ich. So. Ach Mann, Aua. was für ein Pech. Was für ein Pech, Mann. Zum dritten Mal ist bei mir explodiert. Das heißt, er hat 3:1 gewonnen. Eine ganz, ganz klare Sache. Dann sage ich danke fürs Zusehen und ich hoffe, ihr habt Lust auf mehr Gameplays und auch normalerweise regelmäßige Gameplays von uns beiden, von uns drei, wie auch immer. Auf jeden Fall, das war's mit dem Video Video. natürlich. Ja, danke und ciao. Ciao.